Hallo Leute, ich muss euch heute ein Geständnis machen. Ich bin ein Lump. Jedenfalls in den Worten von Sascha Lobo, der den Lumpenpazifismus kritisiert und dafür verantwortlich gemacht hat, dass in der Ukraine ein blutiger Krieg tobt. Ein Angriffskrieg, gegen den wir Pazifistinnen und Pazifisten natürlich genauso klar einstehen wie alle anderen Menschen. Aber ich muss jetzt mal mit ein paar Vorurteilen über den Pazifismus aufräumen, scheint mir. Viele glauben ja, Pazifismus bedeutet, dass man sich von Unrecht abwendet und dass man das Unrecht und die Gewalt nicht betrachtet und dass man sich nicht wehrt. Das ist doch völlig falsch. Pazifistinnen und Pazifisten haben zu aller Zeit an der Seite der Bedrohten, der Bedrängten, der Ausgebeuteten gestanden und gewaltfreie Kampfmethoden entwickelt, mit denen sie sich verteidigen können. Was wäre diese Welt ohne einen Martin Luther King, der mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung mit einer gewaltfreien Kampagne zivilen Ungehorsams dafür gesorgt hat, dass die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner ihre Rechte als normale Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bekommen haben? Wo wäre diese Welt ohne eine Mairead Corrigan, die als den Friedensnobelpreis dafür gekriegt hat, dass sie im Bürgerkrieg Nordirlands eine Friedensorganisation gegründet hat und mit dafür gesorgt hat, dass aus Terroristen politische Parteien werden konnten, die heute friedlich im Parlament über die Geschicke von Nordirland entscheiden, dass der blutige Bürgerkrieg aufgehört hat, der so viele Menschen das Leben gekostet hat. Wo wäre diese Welt ohne große Pazifisten wie Albert Schweitzer, wie Bertha von Suttner? Sie wäre, glaube ich, noch viel, viel schlimmer dran als heute. Und dass angesichts des Krieges die Pazifistinnen und Pazifisten, die immer davor gewarnt haben, dass Aufrüstung, Konfrontation, Drohkulissen, dass die dazu führen, dass es eben irgendwann auch Krieg gibt, dass die dafür verantwortlich gemacht werden, das ist wirklich einfach an Absurdität nicht zu überbieten. Also ich gestehe, ich bin Pazifistin. Und ich bleibe Pazifistin, denn ich bin der Auffassung, dass Pazifismus keine Option mehr ist, sondern eine schlichte Notwendigkeit geworden ist auf einer Welt, deren Ressourcen so knapp geworden sind, auf der 8 Milliarden Menschen ernährt werden müssen, gekleidet werden müssen, 8 Milliarden Menschen das Recht haben müssen, ihre Angelegenheiten selbst und frei und demokratisch zu regeln. Wenn wir in dieser Welt unsere knappen Ressourcen für Krieg, Aufrüstung, Militarisierung ausgeben, wenn wir auf dieser Welt zulassen, dass Kriege geführt werden, um geostrategische und wirtschaftliche Interessen einiger Großmächte zu bedienen, wenn wir auf dieser Welt riskieren, dass irgendjemand den Atomkrieg auslöst, der mindestens 1 bis 2 Milliarden Menschen das Leben kosten könnte, ja, dann haben wir doch keine Zukunft. Wir brauchen alle Energie, alle Kraft, alle Intelligenz, die wir haben, um friedliche Lösungen zu finden, um das Völkerrecht wieder durchzusetzen, um Verhandlungen zu ermöglichen, die dann dazu führen, dass abgerüstet werden kann, dass die Atomwaffen endlich vernichtet werden und wir unsere ganze Kraft darauf konzentrieren können, unseren Kindern und Enkelkindern ein Leben auf diesem Planeten zu sichern, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, den Hunger in der Welt zu beenden und jedem Menschen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu verschaffen. Dafür setze ich mich auch weiter ein. Und wer mich dafür einen Lump nennt, dem kann ich nur anbieten, mit mir ins Gespräch zu kommen.